Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch einen Philips Multigroom Männerrasierer. Ja, Leute, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Daniel Korte und falls du jetzt dieses Video eingeschaltet hast, weil du einen Männerrasierer suchst, dann bist du richtig hier. Falls du meinen Kanal noch nicht kennst, klick gerne auf Abonnieren, es ist kostenlos. Ich würde mich freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Ich habe auch Instagram, auf Instagram kannst du mir auch folgen, also überall am Start. So, Leute, ich will nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, sondern noch kurz vorab einen Satz sagen, bevor wir zum Test des Rasierers kommen. Ich habe den Rasierer fälschlicherweise zugeschickt bekommen. Es ist kein Produktsponsoring, gar nichts, sondern ich habe einen ganz anderen Rasierer bestellt und mir wurde fälschlicherweise dieser Rasierer zugeschickt. Und es ist folgender Rasierer. Wer es ganz genau wissen will, es ist der Philips Multigroom MG375715. So, diesen Rasierer habe ich getestet. Ja, was soll ich sagen? Ich würde vorschlagen, ich labere gar nicht mehr rum, sondern wir packen dieses Ding einfach erstmal aus. Was ist bei dem Rasierer eigentlich alles mit dabei? Also auf dem Rasierer steht drauf, dass es insgesamt 9 Zubehörteile gibt auf dem Rasierer. Ja, hier hinten stehen 9 Zubehörteile drauf. Ich würde sagen, es sind gar keine 9 Zubehörteile, denn eine normale Klinge, die auf dem Rasierer drauf gehört, damit man sich rasieren kann, gehört einfach dazu bei einem Trimmer. Aber gut, starten wir einfach mal mit den ersten 2 Zubehörteilen, die auf dem Rasierer drauf sind. Es ist einmal die ganz normale Klinge, die auf dem Rasierer drauf gehört, damit man sich überhaupt rasieren kann. Und es gibt eine Präzisionsklinge, wo man schön seine Konturen mit sauber machen kann oder ganz genau, ganz fein rasieren kann. Dann gibt es einen Aufsatz für Nasenhaare, damit man sich schön seine Nasenhaare rausziehen oder rasieren kann, wie man es auch möchte. Ich bin kein Fan davon, aber gut, es ist auf jeden Fall cool, dass es mit dabei ist. Dann gibt es 2 Aufsätze, 2 kleine Aufsätze, die jeweils 1 mm und 2 mm schneiden. Und dann gibt es einen dritten Aufsatz mit dabei, den kann man verstellen. Dieser dritte Aufsatz, da kann man zwischen 3 und 7 mm auswählen. Bei den neuen Philips Blade Pro ist es ja Standard geworden, dass man den zwischen den verschiedenen Stufen hin und her wählen kann, finde ich ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es noch 3 Aufsätze für längere Bärte, einen mit 9 mm, einen mit 12 mm und einen mit 16 mm. Und ganz zum Schluss nicht vergessen, es gibt noch einen Pinsel mit dabei, damit man den Rasierer natürlich säubern kann und eine Reisetasche. Das so viel zu diesem Rasierer, was hier alles mit dabei ist und das Ladekabel. Ja, sorry Leute, das Ladekabel habe ich ja fast vergessen. Ohne Ladekabel kann man das Teil natürlich nicht aufladen. Das gibt es natürlich auch mit dazu in diesem Paket. Übrigens, wenn sich einer von euch für diesen Rasierer interessiert, den Link packe ich wie immer unten in die Infobox rein. Also wer sich so einen Rasierer kaufen möchte, einfach mal auf Amazon abchecken. So, kommen wir jetzt dazu, wie ich mich mit dem Rasierer rasiert habe. Ich bin gestartet mit dem verstellbaren Aufsatz, weil ich diesen Aufsatz eigentlich am längsten brauche bei der Rasur. Ich habe den Aufsatz auf 4 mm gestellt und habe dann einfach losrasiert wie so ein Rasenmäher. Weil ich hatte schon relativ lange Barthaare und habe gedacht, komm, 4 mm ist glaube ich jetzt die passende Länge, mache ich einfach mal ein bisschen kürzer. Nachdem ich dann echt lange durch meine Barthaare durchgefahren bin, wie so ein Rasenmäher, habe ich schon gemerkt, okay, krass, der Rasierer hat wirklich Power, da ist wirklich Wumms dahinter. Und ich hatte so eine kleine Unebenheit unten am Kinn und da habe ich dann drüber rasiert. Ich weiß gar nicht, ob es ein Pickel war oder nur Unebenheit. Auf jeden Fall habe ich da drüber rasiert und dann fing es richtig an zu saften. Also, wenn ihr euch diesen Rasierer kauft, passt auf jeden Fall auf bei der Rasur, dass ihr nicht zu krass rasiert oder zu doll rasiert, denn dieser Rasierer hat wirklich Power. Achtet einfach ein bisschen drauf, seid ein bisschen vorsichtig. So, nachdem ich dann erstmal meinen Bart getrimmt habe, habe ich den verstellbaren Aufsatz abgenommen und einfach ohne Aufsatz, also nur mit der Klinge, die standardmäßig dabei ist, rasiert. Einfach am Hals ein bisschen sauber gemacht, sodass es ein bisschen natürlich aussieht und versucht, so einen kleinen Übergang hinzubekommen, dass es einfach sauber, natürlich nach 3 Tagebart aussieht. Und zu guter Letzt habe ich dann noch die Präzisionsklinge ausprobiert. Das ist eine ganz, 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 ganz minimale Klinge.
Und damit kann man echt gut die Konturen oder die Feinheiten an den Lippen oder am Kinn sehr, sehr schön rasieren. Das muss ich sagen, ist echt gut gelungen. Denn wenn man diese große Klinge hat oder diesen großen Aufsatz, der standardmäßig da drauf ist, damit kann man natürlich Konturen und Feinheiten nicht so ganz optimal rasieren. Gerade in den Ecken, wenn man da ein bisschen rasieren möchte, geht es natürlich mit dieser Präzisionsklinge viel, viel besser. All in all muss ich sagen, bin ich mit der Rasur auch echt zufrieden, wie man sehen kann. Finde ich echt gelungen, gutes Ding, kann man auf jeden Fall empfehlen. Jetzt geht es direkt zum Rating dieses Rasierers. Fangen wir an mit der Rasur. Also mit der Rasur bin ich zufrieden, wie ich gerade gesagt habe, die Rasur ist echt gut geworden, der Rasierer hat wirklich Power, ja, da muss man auch mit ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu doll rasiert oder an manchen Stellen, wo man vielleicht Unebenheiten hat, da sollte man wirklich ein bisschen vorsichtiger rasieren, denn da ist echt Wumms dahinter. Für die Rasur gibt es von mir 4 von 5 Punkten. Vom Handling her, der Rasierer, muss ich sagen, liegt wirklich sehr gut in der Hand. Also wenn man den Rasierer in der Hand hat, da ist auch noch ein bisschen Gummiüberzug und Plastik, aber der liegt wirklich sehr gut in der Hand, man kann sehr gut damit rasieren und ja, also ich kann da gar nichts Negatives sagen, außer, ja, das Handling, zum Handling gehören natürlich auch die Aufsätze mit dazu. Da muss ich sagen, gibt es krassen Punktabzug von mir. Es ist zwar schön, dass so viele Aufsätze mit dabei sind, ich finde es aber für mich persönlich störend, wenn ich halt verschiedene Aufsätze für meine Rasur immer drauf machen muss, abmachen muss, drauf machen muss, abmachen muss. Der andere wird jetzt sagen, hä, warum sieht er das negativ? Kann man ja auch positiv sehen, dass so viele Zubehörteile dabei sind. Aber ich finde es fürs Handling generell, auch wenn man zum Beispiel auf Reisen geht, nicht optimal. Deshalb gibt es an dieser Stelle von mir nur 2,5 von 5 Punkten. Kommen wir zur Qualität. Ja, die Qualität, ich denke mal bei einem Philips Rasierer, die sind so auf Rasierer, Männerrasierer spezialisiert, die haben so einen Qualitätsstandard in ihren Produkten drin und dieser Qualitätsstandard ist, glaube ich, bei jedem Produkt vorhanden. Bei dem Rasierer ist es kein Billigprodukt, es ist ein gutes und günstiges Produkt. Ich glaube, das trifft es an dieser Stelle am ehesten und deshalb gibt es von mir an dieser Stelle für die Qualität des Rasierers 3 von 5 Punkten. Der Preis, ja, der Preis ist heiß. So Leute, der Preis, die wichtigste Frage überhaupt, der Rasierer ist echt günstig. Er kostet nur 45 Euro bei Amazon. Also ich packe den Link auch nochmal in die Beschreibung rein, könnt euch den Rasierer nochmal anschauen, falls ihr euch interessiert. Und ich muss sagen, für 45 Euro ist das wirklich ein günstiger Rasierer, der gut ist. Also wenn du da draußen zum Beispiel jetzt drüber nachdenkst, ich möchte vielleicht längeren Bart haben und an der Seite vielleicht etwas kürzer oder bist du vielleicht noch nicht sicher, soll ich längeren Bart haben, soll ich kürzeren Bart haben oder vielleicht teilst du dir den Rasierer mit deinem Papa, der längeren Bart hat und du hast kürzeren Bart, dann ist der Rasierer auf jeden Fall eine gute Wahl. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis aus dem Grund Daumen nach oben und deshalb 4 von 5 Punkte. Gesamtpunktzahl für diesen Rasierer von Philips gibt es 14 von 20 Punkten, also der Rasierer hat auf jeden Fall gut abgeschnitten, kann man empfehlen, auch obwohl ich mir den gar nicht bestellen wollte, obwohl er mir falsch zugeschickt worden ist. Deshalb an dieser Stelle, ihr könnt euch schon auf ein neues Video freuen, bald gibt es ein weiteres Video mit einem anderen Rasierer. So, also 14 von 20 Punkten, guter Rasierer, Test Daniel Korte, positiv, kann man weiterempfehlen. Meine persönliche Note jetzt nochmal ganz zum Schluss. Ich persönlich würde mir den Rasierer nicht kaufen. Aus welchem Grund kann ich euch auch sagen, weil ich das nicht so cool finde, wenn man viele verschiedene Aufsätze hat. Denn ich würde am liebsten nur mit einem Aufsatz meine ganze Rasur machen, weil ich auch viel unterwegs bin und viel am Reisen bin. Und da bietet sich das halt nicht so gut an, wenn man halt so viele verschiedene Aufsätze mitnehmen muss, einpacken muss. Aber wenn du jetzt gerade nicht so viel reist und relativ viel zu Hause bist, ist das auf jeden Fall ein gutes Produkt. Und wie gesagt, wenn du halt deinen Bart verschiedene Länge hast oder dir noch nicht sicher bist, ob der Bart lang oder kurz werden soll, dann kann man das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, schaltet auch die Glocke ein, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst und gerne kannst du mir auch auf Instagram folgen. Ich freue mich auf jeden Fall über sämtliche Kommentare, lass gerne einen Daumen da und ja, ich würde sagen, bis dahin, Peace out.